Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Es hat sich wieder ein bisschen was getan während eurer Abwesenheit. Ich habe zwischen den Aufnahmen, ich habe das Ding einfach nochmal ein bisschen laufen lassen, die ganze Spielwelt. Damit sich einfach die Warenlager ordentlich füllen. Ich habe angefangen, die Schmuckproduktionskette zu starten. Also zumindest farme ich jetzt schon mal in der neuen Welt ein paar Perlen. Und des Weiteren ist mir noch aufgefallen, die gute, also meine höchst geschätzte beste Freundin Beryl O'Mara hat die Gelegenheit genutzt, nachdem ich mir die Insel von Prinzessin Quing unter den Nagel gerissen hatte, ist sie auch direkt in die kriegerischen Auseinandersetzungen mit eingestiegen und hat dasselbe getan. Also die hat sich fast alle ihrer Inseln in der neuen Welt unter den Nagel gerissen. So, finde ich aber ehrlich gesagt nicht weiter dramatisch, weil also mein Bedarf ist aktuell gedeckt an neuen Inseln. Ich muss mir da jetzt nicht mehr dazu holen, das bedeutet ja nur auch mehr Management, mehr Micromanagement, mehr Aufwand. Und solange ich jetzt nicht gezwungen bin oder irgendwie die Notwendigkeit sehe, eine neue Insel zu besiedeln, mache ich es eben auch nicht. So, dann habe ich noch eine Aufgabe zu erfüllen gerade von der guten, wie heißt sie noch, Madame Kahina, glaube ich. Da müsste hier irgendwo das Linienschiff unterwegs sein und ich habe auch schon Schlachtkreuzer auf die Reise geschickt, die sich dann hierum kümmern sollten. Also aktuell ist, glaube ich, tatsächlich auch die Prinzessin Quing einfach durch die ganzen Eroberungen das schwächste Glied in der ganzen Inselwelt. So, die hat ordentlich an Land verloren. Naja, soll nicht mein Problem sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo meine Schlachtkreuzer sind. Ich schicke nochmal mehr auf die Reise hier. Die sollen sich mal schön hier drum kümmern. Zeit sollte ja genug sein. Ah, da kommt sie eh schon. Da kommen sie eh schon, die Schlachtkreuzer. Die hier die Aufgabe erledigen dürfen. So, Feuer frei, Kollegen. Schuss. Na komm schon. Uiuiuiuiui. Kriegen wir schon ordentlich was ab, ne? Also ich glaube, das hängt auch mit der Entfernung zusammen. Ich versuche die mal ein bisschen näher dran zu ziehen. Ich glaube, da machen die Kanonen von dem Linienschiff nicht gar so viel Schaden. Wobei der sowieso gleich bei den Fischen schläft. So, gibt mir ein bisschen Mühe hier. Und da säuft er ab, der Kollege. Sehr gut. Dann sammeln wir hier mal das Zeug ein. Den Beweis. Und den schicken wir nach Hause. Hat aber schon halb Schaden genommen. Aber der hat, glaube ich, auch keine schadensverhindernden Items. Das ist nur Reichweite, Bewegungsgeschwindigkeit plus 10. Okay, gut. Wobei das Item sollte ich, glaube ich, eher an irgendein Handelsschiff dran kleben hier, weil das ist ja reduziert die Frachtverlangsamung. Das ist natürlich ein bisschen geeigneter für ein Nicht-Kriegsschiff. So, das Zeug haben wir eingesammelt. Wo muss ich es hinbringen? Achso, die hat hier einfach ihren Schiffchen abgestellt. Das heißt, ich muss das einfach hier hin transportieren. Den Beweis der Zerstörung. Okay, gut. Das wäre dann damit erledigt. Dann hatte ich, glaube ich, auch noch ein bisschen was vorbereitet. Zumindest hatte ich hier mal ein paar Schiffe noch zu den Händlern geschickt. Genau, machen wir einfach noch mal ein bisschen Kohle. Kohle kann man nie genug haben. Auch wenn ich jetzt schon gute 13 Mille auf dem Konto habe. Das ist natürlich echt nicht so verkehrt. Aber ihr seht schon hier, also die dicken Kanonen, also ich glaube, die bringen schon am meisten, oder? Also ich habe noch keine andere Ware gefunden, die mehr bringen würde. Ich habe hier noch ein bisschen Sekt mitgenommen. Ja, ist auch nicht so verkehrt. Und ein paar Brillen. Das dürfte jetzt beides so ungefähr 100.000 gegeben haben. Aber das ist schon ganz ordentlich. Okay, da schauen wir mal ganz kurz vorbei. Wer will hier einziehen? Eine Hausärztin habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Bringt mir hier in Untergiesing natürlich auch nicht so viel, aber die muss ich einfach bei Gelegenheit mal abtransportieren. Ich glaube, hier haben sich sowieso einige Items angesammelt. Schauen wir gerade mal rein. Ja, da ist schon ein bisschen was unterwegs. Uhrenwerkstatt, einen Uhrmacher habe ich hier. Einen Hausierer. Wer hat den denn reingelassen? Okay, beeinflusst Marktplätze, erhöht die Reichweite. Okay, das ist natürlich nicht so schlecht. Na gut, die muss ich einfach mal bei Gelegenheit auf die Hauptinsel rüberholen, weil die bringen mir hier, glaube ich, nicht so wirklich viel. Okay, was ist hier noch los?
Okay, nichts von Belang. Nicht wirklich. Okay. Zurück zur Händlerin. Madame Kahina. Mal schauen, was die so im Angebot hat, wenn wir eh gerade schon hier sind. Waren ist, glaube ich, uninteressant. Mich interessieren sowieso in erster Linie die Items. Ja, da ist auch alles nur plus 30 und aufwärts interessant. Wer ist er? Den kenne ich noch gar nicht. Der Kreuzfahrt-Impresario. Epischer Gegenstand. Beeinflusst Besucherhäfen. Minus 50 Unterhalt. Plus 10 mehr Besuche. Aber da habe ich schon, glaube ich, ein ähnliches Item zumindest. Wir können einmal durchwürfeln. Ein Sonntagsbraten. Also den kaufe ich aus Prinzip schon, auch wenn es ein relativ schwacher Gegenstand ist. Aber ein Sonntagsbraten hatte ich noch nicht. Der wird natürlich gekauft. Und einen Eisvogel, den sacken wir mal ein. Der plus 30 und der Rest, naja, passt schon. Hat sich auf jeden Fall schon allein wegen dem Verkauf dick gelohnt. Dann schickt man den wieder zurück und ich glaube, hier hatte ich auch noch irgendwo einen geparkt. Genau, der hat auch irgendwie ein paar Waren an Bord. Naja, gut, auch nicht wirklich viel. Was bringt denn die Dampfmaschinen? Schauen wir mal. Oh, das ist aber auch ordentlich. Das ist ja auch nur ein Zwischenprodukt, glaube ich. 351.400. Dann noch ein paar Brillen obendrauf. Bisschen Rum, weil ich eh deutlich zu viel Rum habe. Also totale Überproduktion. Und das gibt auch wieder fast eine halbe Million. Okay. Dann schauen wir natürlich da auch noch bei den Items vorbei. Aber das sind eh alle so schrottige Items. Demonstrationsverbot. Ne. Einmal würfeln wir noch und dann ist auch gut. Ne, interessiert mich alles nicht. Einmal noch würfeln. Paar nette Schiffsgegenstände wären noch ganz cool, aber aktuell rücken sie alle nichts raus. Ne, gut. Lassen wir so, wie es ist. Bei den Waren nochmal kurz einen Blick reingeworfen, aber glaube ich, kann ich jetzt auch alles nicht wirklich gebrauchen. Also zurück zur Hauptinsel, auch mit dem Schiffchen. So, der ist schon wieder da. Den schicken wir gleich mal hier Richtung Reparaturkran. Und der müsste doch jetzt hier die Sache abschließen können. Das geht doch normalerweise automatisch. Oder muss ich das bei mir ins Inventar schmeißen? Kann das sein? Oder ich warte einfach einen Moment. Manchmal dauert das ja auch ein bisschen. Jean Lafortune bietet einen Waffenstillstand an. Er bietet mir einen Waffenstillstand von einer Stunde und fordert eine Bezahlung von 55.000. Nein, danke. Das ist ein Scherz, oder? Nein, ich meine das durchaus ernst, Kollege. Kannst du nicht so enttäuscht sein. Okay. Das rächt sich natürlich direkt. Welches Schiff wird angegriffen? Da muss ich natürlich. Ah, ja, gut. Also da kann ja wohl nichts passieren, auf die oder? Station. Moment mal. Wer weiterkommen will, muss in Bewegung bleiben. Die mich jetzt angegriffen? Nee, oder? Es ist schwer, an gute Schiffe zu kommen. Zum Glück. Ich sollte mal kurz die Diplomatie checken, aber normalerweise ist alles gut. Ich bin immer noch hier mit den Handelsrechten ausgestattet. Ruf von 94, das ist auch noch ganz okay. Alles über 90 finde ich in Ordnung. Aber wo kam jetzt der Angriff her? Ja, das könnte natürlich... Ich könnte mir vorstellen... Ja, wobei, das ist ein Frachter, der ist unbewaffnet, oder? Kann zumindest keine Bewaffnung erkennen. Was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass sie halt bei manchen Schiffen einfach irgendwie ein Item aktiviert hat, was halt dazu führt, dass sie mich einfach so angreifen kann. Auch wenn kein Krieg herrscht. Also es gibt ja solche Items. Aber ich glaube eher, das war jetzt irgendwas anderes, oder? Das war wahrscheinlich ein vorbeifahrendes Piratenschiff. Hier drüben vielleicht. Das sind vielleicht die Überbleibsel. Dann sammeln wir den Kram mal ein. Ja, das wird ein Piratenschiff gewesen sein, oder? Also alles andere macht keinen Sinn. Frachter kann mich nicht angreifen. Nee, alles gut. Wir sammeln den Kram ein, dann schicken wir den mal hier zu seinem Heimathafen zurück. Und dann kümmern wir uns mal... Ja, die Aufgabe muss ich natürlich noch abschließen. Und dann möchte ich die Schmuckproduktionskette in Gang bekommen. Das sollte auf jeden Fall mein nächstes Ziel sein. So, sammeln wir mal den Scheiß hier ein. Was war? Ach, das war direkt ein Item, oder? Schaden an Segelschiffen plus 10, das ist in der neuen Welt gar nicht so verkehrt.
So, zurück ein zum Heimathafen. Ausgebrochen. Und es brennt auch schon wieder. Praktischerweise in der alten Welt, da wollte ich sowieso hin, dann schon mal hier mal kurz vorbei. Feuerwehr ist am Start. Löschzüge rücken aus, die sollten das wohl in den Griff bekommen. Man kann direkt noch mobilisieren, dann geht es ein bisschen schneller. So, was ist jetzt hier mit der Aufgabe? Warum kann ich das nicht abschließen? Kampfdeck bereit machen. Irgendwie registriert die das nicht. Aber das ist schon der Zielort. Also ich muss ja direkt mit meinem Schiffchen hier hin. Na gut, wir haben noch knapp 20 Minuten. 18. Also ich versuche es mal abzuladen. Vielleicht nimmt er sich es dann direkt aus dem Inventar. Das hätte ich jetzt ganz gerne noch erledigt. Bevor ich mich da um den Schmuck kümmere. So, einmal das Zeug ins Kontor schmeißen. Ja, wobei, der steht ja auch viel zu weit weg. Der kann ja gar kein Kontor erreichen. Ne, wir laden das wieder auf und schippern dann nochmal hin. Manchmal ist es einfach ein bisschen zäh, die Geschichte, nicht wahr? Na komm, Kollege. Beweg dich. So, jetzt funktioniert's. Okay. Es ist vollbracht. 35.299. Nicht mal ein Item obendrauf. Naja, hat sich ja gelohnt. Hat sich ja gelohnt. Okay, gut. Dann, der wird repariert. Hier wollte ich gerade noch kurz einen Blick reinwerfen, ob hier alles soweit in Ordnung ist. Ich denke schon. Das sollte passen. Ja, ja, das sieht alles ganz gut aus. Kaffee nimmt aber relativ dramatisch ab. Da muss ich vielleicht ein bisschen nachbessern. Dann kaufen wir nochmal ein bisschen mehr dazu. Der Rest müsste eigentlich passen. So, Schmuck. Gut, kümmern wir uns um den Schmuck. Ab in die neue Welt. So, das war hier drüben. Da habe ich zwei Perlenfarmen. Wird das Zeug schon abtransportiert, ist jetzt die Frage. Wie viele Perlen haben wir hier? 11. Also ich glaube, das wird schon abtransportiert. Ich glaube, ich habe schon eine Route angelegt. Ziemlich sicher. Schauen wir mal. Okay. Das hier bringt mir Perlen. 5 hier zur Hauptinsel in der neuen Welt. Okay. Sehr gut. Und dann habe ich hier auf der Rumroute, der lädt schon Perlen ein und bringt es nach Giesing. Laden. Entladen. Okay, also das funktioniert schon mal, das läuft schon mal. Da muss ich jetzt erstmal nichts mehr machen. Ich denke mal, das reicht auch erstmal zu beginnen mit zwei Perlenfarmen. Und dann schauen wir mal, wie der Rest von der Produktionskette aussieht. Habe ich mir noch nicht angesehen. So. Beziehungsweise, das mache ich ja gar nicht in der neuen Welt. Hier kann ich, glaube ich, tatsächlich nur die Perlen farmen. Und dann muss ich das halt rüber transportieren. Und das ist ja schon der Fall. Das ist schon im Gange. Okay, dann schauen wir mal zurück nach Giesing. Und werfen da mal einen Blick auf die Produktionskette, auf den Rest. Okay, Gold lasse ich doch hier auch schon hintransportieren. Und ich glaube auch schon in Gold umwandeln, also in Goldbarren. Habe ich da schon welche? Ja, das sieht ja gut aus. Sehr gut. Sehr gut sogar, das passt. Dann kann ich eigentlich schon hier so eine Fabrik hinstellen, eine Goldschmiede. Muss ich halt nur darauf warten, bis jetzt die ersten... die erste Lieferung an Perlen eintrifft. Aktuell ist noch nichts vorhanden. Auf Ihren Befehl. Ah, der ist auch noch angekommen. Laden wir gerade mal ab. Um die Items dann wieder stundenlang im Kontor zu vergessen. So, was macht der hier eigentlich? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, der sollte irgendwo das Zeug hinbringen. Und dann waren die Lager wahrscheinlich voll. Schicke ich mal hier rüber. Die brauchen eigentlich fast immer neue Klamotten. Ja gut, bauen wir eine Goldschmiede. Das hilft alles nichts. Das ist der nächste logische Schritt. Relativ klein das Ding. Kostet mich 150 Handwerker. Arbeitskraft ist überschaubar. Relativ viel Unterhalt, aber wir haben es. Wir haben eine sehr positive Bilanz von über 20.000. Okay, wo bauen wir das Ding hin? Idealerweise dann hier direkt neben die Goldbarrenproduktion, würde ich sagen. Ja,
Macht Sinn. Okay. Das heißt, ich muss jetzt nur noch warten, bis die Perlen hier aufkreuzen. Und dann nimmt das seinen Gang. Sehr gut. Würde mir Elektrizität was bringen, aber das ist eh schon angeschlossen. Okay, das hat schon Elektrizität hier, das passt. Gut, gut, gut. Dann würde mich natürlich brennend interessieren, wo bleiben die verdammten Perlen? Hat er vielleicht welche dabei? Der gehört gar nicht mir. Schauen wir mal, man sieht doch die Schiffe auch hier auf Überfahrt. Hier ist gerade einer angekommen, oder? Kautschukroute, auf der Rumroute sind die auf jeden Fall unterwegs. Die sollt ihr vielleicht nochmal kontrollieren. Nicht, dass da irgendwas nicht passt, aber sollte in Ordnung sein, die Rumroute. Werden auch keine Probleme angezeigt. Wird in Neugiesing geladen. Das passt also, das passt auch. 6 Frachtplätze belegt. 3 Schiffe drauf mit jeweils 6 Frachtplätzen. Das sollte also auch alles passen. Dann let's have a look. Schauen wir hier nochmal hin. Werden die auch wirklich hier hingeliefert? Nicht, dass ich da irgendwie einen Wurm drin habe. Oh, die stapeln sich aber hier, die Perlen. Was ist denn los mit der Rumroute? Dauert das wirklich so lang? Ich muss mal schnell ein Schiff ausfindig machen, was sich auf der Rumroute befindet. Macht mich irgendwie gerade nervös. Weil das läuft ja schon ein bisschen. Also schon, ich weiß nicht wie lange, aber ich habe schon eine ganze Weile laufen lassen. Also theoretisch müssten eigentlich schon längst die ersten Perlen in der alten Welt angekommen sein. Theseus, Huikang, Mirabel. Theseus, Huikang, Mirabel. Schiffe auf Handelsroute. Hier ist aktuell keiner von denen. Ja, wo sind denn die Schiffe gelandet? Müssen sie eigentlich in der alten Welt sein? Irgendwo hier müssen sie unterwegs sein. Einzig logische Erklärung. Auf Handelsroute, da sind sie ja alle. So, Hannibal war nicht dabei. Solitär, räudiger Hund, prächtiger Alk, San Juan, Muschelknacker, wo sind sie denn alle? Das sind auf jeden Fall Dampfer. So, Huikang, Mirabel. Ach, warte mal. Der hat viel zu viel Zeug geladen. Da passt gar kein Zeug mehr rein. Also keine Perlen. Ah. Wahrscheinlich, weil die hier nicht entladen können. Das wird das Problem sein. Okay, schauen wir mal. Wo ist er denn genau? Was mache ich denn jetzt? Ich muss das Schiff leer kriegen. Beziehungsweise, naja, gut. Überschüsse verkaufen und... Ah, der ist schon wieder auf der Überfahrt, oder? Wo ist der? Auch kurz vorm Abladen steht der. Okay, schnelle Lösung wäre natürlich einfach, wenn das jetzt gerade geht, die Lagerkapazität mal schnell zu erweitern hier auf der Insel. Kann ich hier noch irgendwo schnell ein paar Lagerhäuser hinkleben? Eins geht schon mal, aber dann wird es, glaube ich, schon eng. Ja, wobei hier drüben geht auch noch was. Das wird jetzt natürlich nicht schön, aber es soll auch nur funktionieren erstmal. So. Spielstand gespeichert. So, mal schauen, wo kriege ich noch irgendwas hingeklebt. Hier drüben geht es wahrscheinlich nicht, oder? Weil ich hier noch keinen Hafenbereich in dem Sinne habe, oder doch? Ah, doch, doch, das geht. Sehr gut, dann machen wir hier einfach noch ein bisschen Lager. Ich sehe jetzt auch keinen Nachteil, noch mehr einzulagern. Dann habe ich halt total alles im Überfluss hier. Muss ich halt bei Gelegenheit mal verkaufen oder einfach das so einstellen beim Kontor. So. Das sollte wohl jetzt genügend Kapazitäten geschafft haben, damit die Schiffe hier auf jeden Fall mal entladen können. So. Das ist auch schon einer von denen. So, okay, sehr gut. Und zurück auf die Handelsroute. Erwarten neue Horizonte. Okay, passt. Der handelt gerade, oder? Sehe ich das richtig? Der ist auf der Route. Und wo war denn der andere Heini noch? Hat der jetzt entladen? Moment. Wir haben es gleich. Der ist jetzt wahrscheinlich auch wieder mit voller Ladung auf dem Rückweg, oder? Sehe ich das richtig? Wo sind die Schiffe? Hier drüben.
Ah, der ist leer. Sehr gut. Der ist noch voll. Ah, sehr gut. Der steht hier. Genau, den hatte ich manuell hier hingeschickt. Dann entladen wir den auch noch. Den ganzen Kram runter. Und Nähmaschinen. Ja, okay. Die sollen ja sowieso in die neue Welt. Ich muss die Route ein bisschen anpassen. Aber den kann ich auf jeden Fall wieder losschicken hier. Den Kollegen. Und der dritte im Bunde, der ist jetzt wahrscheinlich wieder auf der Überfahrt, oder? Ne, passt. Ja, schon in Ordnung so. Das sollte dann sein Gang gehen. So, da wollte ich gar nicht hin. Sondern die Rumroute. Ich lasse die jetzt einfach mal ein bisschen weniger aufnehmen. Reduzieren mal die Menge, weil man darf ja nicht vergessen, ich habe hier halt 3 Handelsschiffe auf der Route. 2 würden wahrscheinlich auch reichen, aber ich belasse es mal bei den 3 und reduzieren das einfach insgesamt so ein bisschen. Beziehungsweise, nee, das lassen wir so und schmeißen einen von denen hier raus. So, dann habe ich wieder einen Slot frei, werde ich früher oder später auch für irgendwas benötigen, vermute ich mal. Und das reduzieren wir auch noch ein bisschen. Da hat er auch viel zu viel dabei gehabt. Gehen wir mal auf 30. Okay. Ich denke mal, das passt. Gut, dann soll es das auch gewesen sein. Wir machen noch einen letzten Move. Und zwar einfach, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, weil ich möchte halt einfach möglichst schnell den ersten Schmuck produziert haben. Wir schiffen mal schnell manuell noch was rüber. Von den ersten Perlen. Die ersten Perlen. Hoffentlich nicht vor die Säue. So, passt schon. Und ab in die alte Welt. So, das soll es dann gewesen sein. Die Schmuckroute bzw. Schmuckproduktionskette sollte ihren Gang nehmen. Und genau, den Rest, da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und macht's gut.